gehen oder was meinen Sie damit? Tat. Was hat er denn getan? Was ist denn passiert? Oh, das war denn Ihre Tat? Ja. Hallo Lydia, grüße dich. Ja, ich bin klein, das stimmt. Ja, ich lasse jetzt mal reinkommen. Doch, doch. Eins. Hallo Brigitte, grüß dich. Auch von mir auch einen schönen guten Abend zusammen. Dankeschön fürs Team, Herz. Ausgestoßenen. Ausgestoßen. Das ist nicht ganz durchgelaufen. Wer hat sie denn ausgestoßen? Hallo Elisabeth, grüß dich. Schönen Abend und liebe Grüße. Was ist denn da passiert, dass sie ausgestoßen worden sind? Grüße aus NRW nach Havelland zurück. Mir liebe Grüße zurück. So, wir stellen uns schon mal vor. Ich bin die Alexandra. Ich bin der Fabian. Und wir waren ja schon mal hier gewesen. Das ist mittlerweile jetzt auch das vierte Mal. Bitte schön, Barbara. Machen wir machen nochmal unsere paranormale Untersuchung. Das brauchst du uns ja nicht sagen. Na, aber ich. Rosen? Hier war, sind aber nirgendwo Rosen. Oder... Oder haben Sie Rosen geschenkt bekommen? Ja. Ha? Das ist laut genug. Nein. Die hören uns eben schon am Ende. Ja, aber... Hallo Janina. Hallo Stefan, grüß dich. Hi Flo. Das wird ja auch durchgelaufen, durchgelesen, wollte ich schon sagen. Alles klar. Was? Seid ihr auf dem Friedhof? Nein, wir sind nicht auf dem Friedhof. Könnte man meinen, wegen dem Denkmal, aber nein, wir sind nicht auf dem Friedhof. Und außerdem auf dem Friedhof kann ich dir jetzt schon sagen, Janina, was willst du auf dem Friedhof? Da sind keine Seelen. Der Friedhof ist komplett leer. Weil die Seelen, wirst du als Mensch beerdigt, wenn du tot bist. Aber und der Gospel geht auch auf der rechten Seite. Das machen sie sehr toll. Weil das Ding ist einfach, wenn du irgendwann tot sein sollst, Janina, was ich jetzt noch nicht hoffen will, dann bleibst du als Seele ja auch nicht auf dem Friedhof, sondern du wanderst dir nämlich dann als Seele nämlich dorthin, wo du gerne warst. Beispielsweise zu Hause oder was weiß ich, wo du halt gerne warst. So, die Seele, deine Seele wandert ja in dem Sinne, bleibt nicht nur auf einer Stelle. Deswegen, du kannst ja vergessen, es ist komplett leer. Jetzt weißt du es, Janina. Habt ihr gehört über... Wie soll das sein? Rebecca Reusch kenne ich nicht. Ach, nicht dafür, Janina, nicht dafür. Ich hab Präsenz.
Kenn ich nicht, Rebecca Reusch. Wie soll das denn sein, Barbara? Ist denn auch eine weibliche Präsenz hier anwesend? Schaut weg. Warum schauen Sie dann weg? Ich meine, Sie können uns auch gerne angucken, wenn Sie möchten. Sie brauchen keine Angst haben. Wir haben Anja, keine Angst, wir haben Respekt. Wir brauchen wirklich keine Angst haben. Nur schaut weg, tatsächlich. Leute, ist das so gut so mit dem Ghost Story? Versteht ihr alles? Was sehen Sie denn? Hört ihr das denn alle gut mit dem Ghost Radio? Sehen Sie uns denn vielleicht gerade an? Berühren Sie doch mal den Ghostbar oder Bewegungsmelder, wenn Sie uns doch gerade sehen. Ja, top. Perfekt, Leute. Sie wurde von Schwimmer vielleicht getötet. Okay. Da kenne ich nicht, sagt mir nichts, Barbara. Einfach. Was war denn für Sie denn einfach gewesen? Es ist einfach, die Ghostbälle zu berühren. Oder den Bewegungsmelder auszulösen. Treu? Wir sind treue Seelen, das stimmt. Und nichtsdestotrotz dürfen Sie keine Energie von uns ziehen. Sie können gerne die Energie von den Gerätschaften ziehen. Aber nicht von uns, das verbiete ich Ihnen. Sind Sie mit 80 Jahren gestorben? Hi Gina. Servus. Wen meinen Sie denn? Sehen wir er da? Wen meinen Sie denn von uns? Meine Mutter und ich stehen hier. Sind Sie denn gerade vor uns? Dann holen Sie doch mal einen Ghostball. Eine Bewegungsmelder. Oder ein K2 können Sie auch mal auslösen. Einsame Seele, Dankeschön für dein Teamherz. Ja, vorhin war nur aufwärts, was sag ich ja. Was ich zuerst gesagt habe. Ja. Also Leute, ich muss schon dabei sagen, woher wisst ihr, wenn ihr irgendwo hingeht, dass da eine Seele ist? Seelen sind halt überall, Janine, habe ich dir ja gerade erklärt gehabt. Seelen sind halt überall. Und das hier ist halt ein altes deutsch-französisches Kriegerdenkmal. Und ist leider nicht mehr zu lesen, aber ich kann mir vorstellen, dass da die ein oder anderen Namen draufstehen. Vielleicht sind ja noch welche von den Seelen ja hier geblieben. Man weiß es ja nicht. Und wenn man sich die anderen Videos bei uns auf YouTube anguckt, da sieht man schon die ein oder andere Reaktion, die wir schon hier hatten.
Ist denn hier gerade eine Präsenz vor Ort, die sich gerne bemerkbar machen möchte mit dem Ghost Ball? Oder lass es K2 ausschlagen oder mach mal einen Bewegungsmelder an? Weil sie haben ja auch gerade mit den Ghostbällen so schön gespielt, bevor wir angefangen haben. Ist noch eine weibliche Präsenz hier anwesend? Sieht man aber nicht im Stream. Sieht man aber nicht. Ja. Wie heißt der auf YouTube? Such einfach auf YouTube Fabs67. Wir haben hier Präsenz. An was für ein Denkmal seid ihr da? Das ist ein deutsch-französisches Kriegerdenkmal. Das, was es ist, darfst du ja sagen. 48. Was? 48. Sind Sie mit 48 nicht so jung schon gestorben? Desorientiert. Warum sind Sie desorientiert? Oh, Junge, Alter. Das muss jetzt echt nicht sein. Was? Wo sind Sie denn, wenn Sie hier sind? Dann berühren Sie doch mal einen Großball oder einen Bewegungsmelder. Lassen Sie doch mal einen K2 auch ausschlagen. Damit wir sehen, wo sie sind. Prophezeien. Sollen wir denn prophezeien? Können Sie uns das mal sagen? Oder was haben Sie prophezeit? Was für Mittel meinen Sie denn? Nein, das war ein bisschen. Wir haben uns ein Video. Wir nehmen schon aus dem Datum mit uns verhalten können, wie wir damit arbeiten sollen. Was soll denn identisch sein? Was meinen Sie damit? Warum sind Sie denn unschuldig? Haben Sie denn vorher was Böses getan, dass Sie unschuldig sind? Oder waren Sie mal vom Gericht gewesen, dass Sie unschuldig sind? Was meinen Sie mit Apokalypse? Hallo, Dr. Dragon. Was meinen Sie denn mit der Apokalypse? So. Zumbrecher. Den konnten Sie auch nicht aussprechen. Was ich auch immer so böse finde, ich gruselig finde beim Ghostwave, können manchmal auch bestimmte Leute irgendwie, warum auch immer, nicht aussprechen. Ja, dann buchstabieren die das. Ja, das ist gruselig. Boah, das da kriege ich mal so Gänsehaut, ne? Das sind halt die tiefen Stimmen, die man ja, weiß. Ja, ja, das ist immer die tiefe Stimme, von schon weiß. Geheiratet alt. Wie alt waren Sie denn, als Sie geheiratet haben? Können Sie uns vielleicht mal eine Zahl nennen? Und selbst wenn es nur eine Engelzahl ist. Nein, wir hören noch nicht auf. Wir haben jetzt gerade angefangen.
Nennen Sie den Grund, warum wir aufhören sollen. Wen brauchen Sie denn? Soll ich Ihnen vielleicht helfen? Wenn ich Ihnen helfen soll, wir sind von Team Ghost Familia. Sie können aber nur die Energie von den Gerätschaften ziehen, aber nicht von mir. Das verbiete ich Ihnen. Macht mich wütend. Was macht Sie denn wütend? Deine Stimme geht gerade ein bisschen aggressiv. Sind Sie vielleicht wütend, weil ich ein bisschen laut geredet habe? Dann entschuldige ich mich dafür. War keine Absicht. Keine Präsenz. Wenn ich nach vorne kommen soll, dann geben Sie mir bitte ein Zeichen mit dem Ghostball, mit dem Bewegungsmelder oder mit dem K2. Die Auswahl haben Sie. Oder die PU macht sie wütend. Wäre auch gut möglich, Gina. Oder die Präsenz ist wütend, dass wir hier sind. Würde auch Sinn machen. Oder weil ich die Frau vielleicht herausgefordert habe, dass sie wütend ist. Nee, kann nicht sein. Was machen die denn? Wenn er jemand anderes ist. Was machen die denn? Oder wer? Ich bin jetzt erstmal da. Was meinen Sie mit Festen? Um was geht es in dem Live? Wir machen hier eine paranormale Untersuchung, Jesse. Moin, frag doch mal, ob Sie Deutsch oder Französisch abstammt. Und dazu würden wir vielleicht keine genauen Antworten kriegen. Was das heißt, kann ich dir erklären. Was meinen Sie denn mit später denn? Wir sind in NRW unterwegs, Doug Dragon. Wir sind hier in NRW unterwegs. Ja, paranormal, wie es halt schon sagt, paranormale Aktivitäten. Das zum Beispiel, wie ich es betreiben würde, dass du zum Beispiel einen Poltergeist hast, der dir Sachen um die Ohren wirft. Oder halt, dass du Stimmen hörst oder Klopfen oder stumpfe Fußtritte, sag ich mal. Und ihr glaubt das natürlich. Ich habe selbst Erfahrung mit einem Poltergeist, Jesse. Was war denn für Sie so schmerzhaft? War das der Krieg, der für Sie schmerzhaft war? Dann kann ich es mir gut vorstellen. Jesse, was ist so lustig? Wenn du nicht dran glaubst, dann geh raus, ganz ehrlich. Hat 48 vielleicht was mit der Nachkriegszeit zu tun? Ja, wurde 48 noch genannt? Nee, oder? Nee. 48 wurde sogar noch gar nicht genannt, Lena. Nur noch deine Zahlen erwähnt. Ja doch, 48, doch. Stimmt. Ja doch, sorry, Lena. 48 wurde genannt. Ja, das könnte, glaube ich, sein. Ist es ein Friedhof? Nein, es ist kein Friedhof. Andi, grüß dich! Freut mich, dich mal in Stream zu sehen. Grüß dich, mein Bester.
Ja, alles gut, ich habe das gerade nochmal in Ghost Video gesehen, ob der 48 ist. Ja, sicher doch, und selber bei dir, Andi. Ja, Präsenz ist gerade nicht dran, kann ich euch mal die Ghost-Bilder zeigen und die Bewegungsmelder mal, Leute. Aspekt grüßt dich. Da war noch eben gerade eine andere Frage. War das männlich oder weiblich? Ist weiblich, männlich? Also gerade die Stimme zuletzt war sehr tief und männlich gewesen, sag ich mal so. Hast du das gerade mal Film gesehen? Der Hund. Der hat hier hochgeguckt. Der, wie er reagiert hat. Der hat gekläfft? Ja, der hat gekläfft, der hat gemerkt, dass da einer war von der Seele. Weil Hunde spüren das, ja, ja, klar. Und die sehen das. Das habe ich nämlich auch. Der Hund der Welt ist gleich. Ja, und ich habe dann gefragt, ob die da drauf gehen. Spielt eigentlich keine Rolle, ob Hunde, Katzen, die rausgeführten Tiere aus. Die spüren das ja. Aber nicht nur Hunde, Katzen. Also nicht nur Tiere, auch Kleinkinder. Ja, stimmt. Vor allem, wenn du nicht so das Paranormale glaubst, sag ich mal, und dein Kleinkind, sag ich mal, sieht seinen imaginären Freund, sag ich mal, dann denkst du auch, hä, da ist doch nichts. Ja, genau, was ist das denn? Ja. Mit den Katzen. Und wie kann man das worüber sehen, sind die denn hören, froh? Spüren? Sind die froh, dass wir hier sind? Sehen kann man das, indem sich die Seelen halt bemerkbar machen, wenn die zum Beispiel einen Ghostball berührt oder Bewegungsmelder auslösen oder die K2 auslösen. Ja, hören tun wir die halt über das Ghost Radio und spüren kannst du halt, wenn die auf einmal kalt wird, sag ich mal. Also eine komplett andere Kälte spürst als sonst. Oder eine Wärme im Tag spürst. Genau. Was ist denn bei Ihnen denn so riesig? Was meinen Sie damit? Ja, für die Insekten ist es aber noch ein bisschen zu kalt dafür, würde ich sagen. Nein. Wir fliegen keine Insekten rum. Ein Ghost Radio ist kein Tonband. Da gibt es sehr viel mit Ton. Kriechen Sie gerade hier auf dem Boot vor uns rum? Dann zeigen Sie sich doch mal auf der SLS-Kamera, dann sehen wir Sie. Ja. Insekten kriechen. Feuer. Ja, unten links war gerade ein bisschen Feuer gewesen, das stimmt. Sind Sie mit 73 Jahren gestorben? Weiß man, dass die Person da ist, ja? Jesse, wenn du schwer vom Begriff bist, dann tut's mir leid. Ich hab's dir doch gerade erklärt. Wo seid ihr da? Wir sind an einem Kriegerdenkmal. Wir wurden nicht genannt. Wozu das eigentlich mal wollen? Wie ist das? Dankeschön für den Likes, Andi.
Andi, ich verpasse zurzeit irgendwie deine Streams, falls du noch deine Streams noch machst mit dem Paranormal. Ich verpasse die immer, ich kriege auch keine Benachrichtigungen mehr von dir. Ach Leute. Nein, das ist ja echt nicht schade. Nein, das sind die Freunde schon gewesen. Irgendwo sind die. Da ist aber keiner. Hi Emmy. Unten waren aber zwei, die wir vorhin gespielt haben. Ist denn hier gerade eine Präsenz anwesend, die ich gerne mal zeigen möchte mit dem Ghost Ball? Wenn Sie meinen, dass Sie noch nicht Ihren Namen gesagt haben, dann können wir gerne uns mal vorstellen. Also ich bin der Fabian. Nee, Alexandra. Ich bin die Carina. Okay, war am 10.02. und letzten Samstag live. Ja, cool. Ich habe leider keine Benachrichtigung bekommen. Ich war gerne bei dir in Streams, weißt du, Andi. Hallo Lilith. Ich guck mir deine Streams ja auch gerne an, das weißt du ja, Andi. Ich bekomme irgendwie keine Benachrichtigung mehr. Ja, weiß ich. Ja, ist halt TikTok, ne? Das will man machen. Ist halt typisch TikTok. Richtig, wie ist auch schon. Ja, bei den gleichen Gedanken, Andi. Dann ist gut. Hi, Julia. Aber richtig, Andi, aber richtig. Aber was will man machen? Ist noch eine Präsenz hier anwesend, eine männliche oder noch mal eine weibliche Präsenz hier? Berühren Sie doch mal die Großbälle oder Bewegungsbälle. Vorhin haben Sie auch so schön mit den Großbällen ja gespielt. Jetzt habe ich halt nur die Kamera, auch voll auf der Kamera können sie sich gerne bemerkbar machen. Wir haben vorhin abwechselnd mit den Ghostbällen ja gespielt. Linke Seite, rechte Seite, linke Seite. Wir haben wieder Präsenz. Ich weiß nicht, ob das vorhin ihre Frau war oder ihre Tochter war, aber sie hat das auch schon zu mir gesagt gehabt, dass sie mich brauchen. Aber wenn sie mich brauchen, dann geben sie mir bitte ein Zeichen mit einem Ghostball. Erstmal, wenn ich nach vorne kommen soll. Aber selbst wenn ich nach vorne komme, ziehen sie bitte nur die Energie von den Gerätschaften, nicht von mir. Deswegen bete ich ihnen. Der Welt. Was meinen Sie mit der Welt? Was meinen Sie damit? Was wollen Sie damit sagen? Also wenn ich nach vorne kommen soll, dann müssen Sie schon erstmal... Königs. Königs? Jo, Königs hat man auch noch nicht so gehabt. Nein. Ja, das ist eine Könige. Wie mehrere. Ja. Von welchem König? Hart arbeiten. Mussten Sie für den König hart arbeiten? Darf ich fragen, wie genau das geht, dass ihr verstehen könnt, was gesagt wird? Ganz einfach. Ich brauche dir das nicht sagen. Ich kann es auch gerne mal zeigen. Mit dem Ghost Radio. Und hier stehen halt die ganzen Wörter, die Seelen dann sagen. Ich heiterte.
Sind sie denn früher im Krieg gescheitert? Können wir vielleicht auch mal einen Namen mal sagen, wie sie heißen? Mama. Ja. Sehen Sie meine Mutter als Ihre Mama an? Oder suchen Sie vielleicht Ihre Mama? Jetzt kam er schon so suchen drüber, als würde er seine Mama suchen. Hm. Suchen Sie vielleicht Ihre Mutter? Ja, wir als Menschen haben noch Gefühle. Das heißt, wir lieben auch Menschen, das stimmt. Haben Sie Ihre Mama... Fotos? Haben Sie Ihre Mama geliebt? Und haben auch Fotos von Ihrer Mama gemacht? Noch jung, ich bin 28 Jahre alt. Oder 28 Jahre jung. Ich weiß, dass ich ein Jungspund bin. Dankeschön für das Teamherz. Andi, doch, danke für dein Teamherz. Lexi, danke schön für dein Teamherz, danke schön. Ha, süß, danke schön, Andi. Mir so ein Table, heißt Bruderherz. Du bist auch mein Bruderherz, Andi. Noch eine Präsenz anwesend, die ich gerne mal zeigen möchte. Bis jetzt haben sie nichts mehr angemacht an Großbälle. Vorhin haben sie noch schön damit gespielt, wo wir noch beim Aufbau waren. Ich kann auch gerne den Bewegungsmelder mal berühren. Da 2 Meter kannst du auch rausschlagen. Die sind mich noch gar nicht bewegt, gar nicht berührt. Zwei oder Bewegungsmelder. Ich finde, sie sind irgendwie in letzter Zeit gar nicht so lang an die Bewegungsmelder, ne? Nee. Nein, Emmy. Du bist komplett ruhig, beide. Und beide sind komplett ruhig, Emmy. Wenn das K2 ausschlagen würde, hätte ich schon längst was gesagt oder schon längst irgendwie reagiert. Ja, was willst du machen? Ich weiß nicht, ob das dir auch schon mal aufgefallen ist, Emmy. Hier am Denkmal schlagen die K2 eigentlich relativ selten aus. Präsenz? Ich wollte gerade sagen. Ja, stimmt, ja.
Seelen halt zeigen sich auch nur, wenn sie Lust haben. Ja, haben wir gerade schon gemerkt, Andi. Wo wir noch beim Aufbau waren. Da haben die mit den Ghostbällen gespielt, links, rechts, links, rechts. Und jetzt? Nicht. Wie sollen wir sie denn befreien? Wir sind hier von Team Ghost Familia, wir können ihnen gerne helfen. Woraus sollen wir denn sie befreien? Papa? Sind 15, die gucken noch Film. Bestimmt, Emmy. Interessant von da unten zu gucken. Nö. Hinter. Böse Miet, danke fürs Folgen. Was? Hinter? Sind sie hinter dem Denkmal? Kommen Sie doch hervor, weil wir haben hier vorne die Ghostbälle. Sie brauchen keine Angst haben oder sich nicht zu schämen. Sie können gerne hier vorne zu uns hinkommen. Wir haben keine Angst, wir haben nur Respekt. Sie können ruhig nach vorne kommen. Wir haben nichts einzuwenden. Dunkelheit. Ja, es ist dunkel, da haben Sie recht. Ist es in Ihrer Welt denn auch oben dunkel? Gebäude. Was meinen Sie mit Gebäude denn? In Ihrer Nähe ist ein Gebäude, das stimmt. Das ist ein Schwimmbad, das Gebäude, wenn Sie das meinen. Ich hab's gar nicht gesehen. Das meint jetzt wahrscheinlich mit ihm. Das ist... Dann hat die Seele dich gesehen, weil die hat ja von hinten gesagt, dann warst du nämlich dahinter, dann hat die Seele dich gesehen. Ja, und die Seele hat dich gesehen, weil die gesagt hat, hinter. Maschine. Du bist die Maschine. Maschine. Ja, würde ich mal sagen, Leute, hat meine Seele da schon. Hat die Seele meinen Vater schon gesehen gehabt? Dann wurde mein Vater von der Seele erwischt. Hallo, Ingo, grüß dich. Ja, war nur die Aufwärmphase. Keller. Keller. Waren Sie mal vielleicht früher mal im Keller gewesen? Also, wissen Sie, wie es richtig ist. Wer hasste Sie denn? Wir hassen Sie auf jeden Fall nicht. Nein, wir mögen Sie. Wir haben nur Respekt. Ich will auch mal einen Namen erfahren, wie Sie heißen. Meine Bande. Welche Bande meinen Sie denn? Waren Sie mit mehreren Leuten zusammen gewesen? War das Ihre Bande? Er ist böse. Wie meinen Sie denn, der böse sein soll? Ist doch keiner böse. Mein Vater ist auch nicht böse, nur weil er hinter dem Denkmal ist. Mein Vater ist auch nicht böse, wenn Sie den sehen. Er ist genauso lieber nette Mensch wie wir auch. Gebäude. Wegen Dunkelheit und befreie mich. Jetzt. Was? What?
wurde er erstmal im Keller eingesperrt, weiß ich nicht. Es ist kriminell, viel Dunkelheit. Ich habe eine Vermutung, dass was in dem Bad passiert ist im Keller. Was? Vermutung, dass was in dem Bad passiert ist im Keller. Was für ein Bad oder was für ein Keller? Meinst du, Andi? Wir sind ja hier nur am Denkmal, wir sind ja draußen am Denkmal. Hier ist ja nichts vom Bad oder Keller in der Nähe. Ja, hier ist in der Nähe ein Schwimmbad. Das Gebäude meinte dann wahrscheinlich gerade auch. Gut möglich. Ist da vielleicht mal einer. Ist da vielleicht mal einer im Keller eingesperrt worden? Das glaube ich nicht. Ins Gebäude, wo er gemeint hat. Ja. Aber das Ding ist aber, das Einzige, was hier im Gebäude in der Nähe ist, ist halt. Ja, wenn ich das jetzt verraten würde, dann würde man hier auf den Ort kommen. Wir wieder präsent. Ach ja, dahinter, ja, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Dieser eine weiße Haus. Ja, stimmt, ja, ich weiß, das wieder. Ja, da gehst du so Friedhof drauf. Was war das Gebäude, bevor es ein Bad war vielleicht? Und davor war gar nichts gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja hier in meiner Stadt lange schon. Also ich bin ja hier groß geworden in meiner Stadt. Und meine Scheidung. Was? Scheidung. Warum haben Sie sich denn geschieden von Ihrer Frau? Also vor dem Schwimmbad war auf jeden Fall nichts gewesen, nicht, dass ich das wüsste. Ich weiß nur, dass dahinter ein Friedhof ist, höchstens, das weiß ich. Ja, aber wo? Dann zeigen Sie sich doch mal mit dem Ghostball. Wir sind auf jeden Fall immer noch da, aber wo sind Sie? Dann zeigen Sie sich doch mal mit dem Ghostball. Oder lassen Sie das gerade zweimal ausschlagen. Oder Bewegungsmelder berühren. Grüß dich, Tatjana. Welchen Plan haben Sie denn? Bitte nicht. Was meinen Sie denn mit bitte nicht? Was sollen wir denn nicht machen? Können Sie uns das verraten? Wo ist der denn? Du hast eine fatale Stimme. Ach, der steht da unten. Okay, ich hab's gesehen. Ja, jetzt wird meine Mama die Großbrille. Jetzt geht meine Mama nach vorne, Leute. Ist morgen noch passiert.
aufgebaut. Das sieht gut aus, dankeschön. Sollte denn nicht genommen werden? Oder was sollte nicht genommen werden? Okay, was ist das jetzt so? Willst du es rein? Ich warte noch auf den Ball. Ja, wahrscheinlich meint er den Ball, der gerade. Den du gerade zuletzt berührt hast. Der sollte nicht genommen werden. Da, da ist die Antwort, sollte nicht genommen werden. Und er geht an. Ja. Schon mal einen Luis? Ja. Ja. Von das dann auch? Ja, das hier der Luis. Sind Sie der Luis? Ich bin Großball mal wie. Ich bin Großball mal wieder nach vorne hin. Bist du vielleicht vom Verlassenhaus uns bis zum Denkmal hier gefolgt? Bist du hier am Denkmal jetzt, Luis? Kosenamen sein. Ja, das ist bestimmt Luis. Heißt ihr Baby vielleicht Luis? Und sie sind die Mutter? Hatten. Sie soll den Gospel nochmal berühren. Wer denn, Tatjana? Oder es gibt deine Babyseele.
Das würde Sinn machen, Gina. Die Babyseele könnte Luis heißen wahrscheinlich, Gina. Das würde für mich so einen Sinn kommen, auf jeden Fall. Aber Tatjana, wer soll nochmal den Ghostball berühren? Wurde hier Luis weggenommen? Das ist fraglich. Wenn sie ihr Baby namens Luis suchen, wenn das stimmen sollte, dann... Hielt mich. Wer hat sie denn gehalten? Aber wenn das stimmen sollte, dass ihr Baby Luis hieß, dann lassen sie es mich wissen mit dem Ghostball. Das ist eine Frau, ja, das hört man auch an der Stimme. Oder den Kampf ums Überleben vom Baby verloren. Boah, das würde bestimmt Sinn machen, Gina. Rauchen? Ja, der Papst hat sich gerade eine Zigarette angemacht. Das ist jetzt gerade echt gruselig. Ich habe mir gerade wirklich ernsthaft eine Zigarette jetzt angemacht und dann kam Rauchen. Das ist wirklich echt gerade gruselig. Ja, ich bin aber am Rauchen, haben Sie recht? Können Sie das auch mit dem Ghostball oder so bestätigen, dass ich am Rauchen bin? Oder mit einem Bewegungsmelder? Oder mit einem Platz 2? Wir noch nie. Nee. Das ist gut nicht. Lass mal die Anzahl von Stimmstücke geben, die haben so groß. Statt die Stimme so groß. Ich weiß auch nicht, was ich meine. Ich bin am Rauchen, vor allem kam Rauchen. Das ist nicht vierte. Das kann man nicht verhalten. Das ist zwar schon wieder so ein Fach. Oh ja. Super, das ist doch nicht. Verstehe ich nicht. Als wir mal ausfahren, war das so schwach. Und die ist schon wieder so schwach. Hatte ich mit Maurice erst grüne Augen, dann blaue Augen. Ich habe blau, Maurice grün. Okay. Noch Schiffe, das stimmt. Machen Sie sich doch auch mal bemerkbar mit den Ghostbällen. Grüß dich, Markus. Oder hören Sie die Schiffe? Ist das ein App Ghost Radio oder ein gekauftes Gerät? Nein, das ist Ghost Radio, Lilith. Ist das... Wenn du es... Markus, ich sag mal so, wenn du das kennst hier, das Denkmal, kannst du gerne mal vorbeikommen, wenn du möchtest. Wenn du das Denkmal kennst. Leichen. Studio.
Studie. Sind hier vielleicht noch unter diesem Denkmal noch Leichen? Bitte schön, Lilith. Sind Leichen in der Nähe? Boah, das ist... Ja, in der Nähe ist ein Friedhof. Sorry, heute nicht mehr, bin gerade erst nach Hause. Ach so, okay. Ja, Friedhof ist hier in der Nähe. Auf jeden Fall nicht fürchten. Wir haben nur Respekt. Ort. Das ist ihre Tochter. Vom Friedhof. Leute, alle schnell noch tippen. Wir haben gleich die 15.000 für die For You. Ja, Mann, macht mal. Alle mal liken, Leute. 15.000 schaffen wir locker mit euch. Lea, bist du hier gerade vor Ort? Bist du hier am Denkmal? Mach dich immer bemerkbar. Wenn du den Großball mal berührst, der Bewegungsmelder oder K2 mal auslöst. Ja. 14,8, 14,9, mit euch schaffen wir locker die 15.000, Leute. Ja, hatten wir schon mal vor, hat ja gesagt. 15.000, Leute, geil. Ja. Welt. Ja, wir leben hier noch auf der richtigen Welt. Und sie leben halt nur in der Zwischenwelt. Lea, falls du hier am Denkmal sein solltest, ich hab da einen Teddy für dich stehen. Und dort am Teddy ist auch ein K2. Damit kannst du gerne spielen. Du kannst das K2 gerne mal ausschlagen lassen. Wenn du am Teddy bist. Wenn du einen Teddybär auch magst. Oder Luis, wenn du auch hier sein solltest. Wir haben einen Teddy da stehen. Und ein K2 steht da auch am Teddy. Ja. Was für einen Lärm meinen Sie denn? Hier ist nirgendwo kein Lärm. Ist die Box vielleicht eben zu laut?
Der Engel. Der Engel. Wie meinen Sie denn mit dem Engel? Ist ein Lehrer denn der Engel, ja, okay, den Sie meinen? Wo ist das? Hä? Was ist das? Seit wann ist das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Verifizierung fortzufahren. Ja. Verifizierung abgeschlossen. Was sollte das denn jetzt? Hä? Das soll man verstehen. Was sollte das denn jetzt? Mein Kind. Ist Lea ihr Kind? Jetzt muss man sich schon verifizieren während des Lives. Yo. Ist Louis denn ihr Sohn? Ja, das habe ich gerade gesehen, Fährte. Das habe ich gerade gesehen, dass es neue Regeln gibt. Dass man sich jetzt während des... Vor allem bin ich jetzt schon eine Stunde live und das kam jetzt erst. Dass man sich verifizieren muss. Verbrecher. Wer war denn ihr Verbrecher? TikTok macht das so seit neuestem. Schwachsinnig, wenn ich ehrlich bin. Haben Sie denn mal gesegelt in den früheren Zeiten mal? Das ist halt der PC, die haben andere Zeit. Flugzeuge. Ja, hier in unserer Welt fliegen Flugzeuge, da haben Sie recht. Segel, Segelflugzeug geflogen? Ich hoffe, ich das jetzt nicht mache mit der Verifizierung, wenn man es wirklich wehtut. Was tut ihr denn weh? Können wir ihnen helfen? Wir sind von Team Ghost Familia. Ich kann Ihnen gerne helfen. Nur dann müssen Sie auch mal zeigen, dass Sie da sind, indem Sie mal einen Ghostball aktivieren. Oder einen Bewegungsmelder. Oder ein K2, was beim Teddybär steht. Oder links neben dem Teddybär. In unserer Welt regnet es gerade nicht. Aber die Tage hat es geregnet bei uns. Letzte Woche hat es extrem geregnet, ja, das stimmt. Aber da regnet es gerade in ihrer Zwischenwelt. Weil deswegen sind wir hier, um mit ihnen Kontakt in der Zwischenwelt aufzunehmen. Lichter gehen aus. Ne, ich muss mich gerade noch verifizieren, Papa. Okay, wenn Sie meinen, dass die Lichter ausgehen. Das haben Sie ja schon beim Pflasterhaus, haben wir es schon gesehen gehabt, dass die Lichter ausgehen. Schaffen Sie es dann auch hier draußen, dass Sie mal eine Lampe ausmachen. Links ist eine Taschenlampe und rechts ist auch eine Taschenlampe. Können Sie auch von Energie ziehen. Und nicht von uns, verbieten wir. Nach da gucken, sagst du rechts.
habe da nicht durchgekommen. Die haben heute irgendwie keine Lust, ich sehe oder spüre auch nichts. Du bist so ein Seher, Andi. Kein Seher. Gibt es. Beziehungsweise hast du die Fähigkeit dazu, Seelen auch zu sehen oder was, Andi? Beziehungsweise auch zu spüren. Manchmal, okay. Spüren kann ich immer, ja, das stimmt. Ja, man kann ja nicht immer Reaktionen bekommen, ne? Das ist das Ding. Was? Psychose. Was meinen Sie denn mit Psychose? Was meinen Sie damit? Das ist ja schon hinter ihm. Eins. Was meinen Sie denn mit eins? Meinen Sie die Zahl damit? Oder meinen Sie den ein Teddybär? Weil davon ist nur die Zahl 1 in dem Sinne. Wenn Sie noch hier sind, dann zeigen Sie sich doch. 69. Sind Sie mit 69 Jahren gestorben? Ich stand auf einer Suche davor. Wecken. Es ist 21.07 Uhr, sollen wir sie wach machen? Haben sie lange genug jetzt geschlafen? Oder haben wir sie geweckt? Haben Sie in Ihrer Zwischenwelt eine Feder gefunden?
Schicken wir da noch. Dann schießt das Ghostway eben schon gleich ab. Also jetzt kann gerade ein Ghostway das Wort absurd. Ich denke mal, dass das Ghostway gleich abschützen wird, Leute. Oder auch nicht. Warten wir einfach mal ab. Aber wenn sie das ein Ghostway gesagt haben, absurd, was war denn für sie absurd? Können sie mir das sagen? Vielleicht nochmal am Denkmal zeigen, wir haben sie gerade auf der SLS-Kamera gesehen. Ja, das haben wir. Die machen aber sehr schön. Wenn die eine Mappe mehr kommen, machen da oben. Ja, sehr schön machen sie das. Dankeschön. Ich auch gerne mal öfters mal auf der SLS-Kamera zeigen. Boah, mega, das machen sie sehr schön. Leute, wir zeigen euch gleich eine Aufnahme von der SLS-Kamera. Wir haben den auf jeden Fall auf der SLS-Kamera. Ich zeige euch gleich mal die Aufnahme. Also jetzt nicht erschrecken, Leute, ich zeige euch das mal mit dem Finger. Sehr schön. Auf jeden Fall, das Ding ist einfach, jetzt nicht erschrecken mit dem Finger, das Ding ist einfach, er sitzt genau da oben auf der Spitze. Die Präsenz sitzt genau da oben auf der Spitze, Leute. So, jetzt guck mal bitte. Hallo Janine. Das ist ja die Aufnahme, die ich gerade gemacht habe, beziehungsweise Mama. Könnt ihr mal sehen, da. Seht ihr, der sitzt genau oben an der Spitze. Ja, das war die Aufnahme. Der sitzt genau oben an der Spitze. Dankeschön, uns geht's gut, Janine. Präsenz da ist, machen doch bitte bemerkbar.
sind aber wirklich sehr schön da oben. Alter, ist der groß. Sehr schön, das gefällt mir. Boah, wir haben eine große Seele, Leute. Das gefällt mir, die machen sie wirklich sehr schön da oben. Können sich auch mal unten noch bemerkbar machen, beim K2 oder beim Bewegungsmelder? Können Sie die auch mal berühren? Wir sehen sie hier. Leute, wir haben auf jeden Fall gerade wieder eine große Präsenz gesehen. Kann ich euch gerne mal zeigen. Weil es passiert ja momentan eh gerade nichts, dann kann ich euch das mal zeigen. Nein. Ich könnte mal sehen, wie groß die Präsenz ist an. Denk mal auf jeden Fall. Das ist schon krass, was für eine große Präsenz am Denkmal ist, Leute. Das ist schon krass. Eine große Präsenz. Ist das denn eine erwachsene Präsenz? Unmöglich, wenn die schon so groß ist, dann ja. Boah, war das ein langer. Würde Sinn machen auf jeden Fall. Wenn die Präsenz schon so groß ist, könnte es eine erwachsene Präsenz sein, denke ich mal. Wenn sie da oben sind, können sie auch mal runterkommen zu den Ghostbällen? Oder soll ich mal vorne nach dem Denkmal kommen und mich da hinsetzen? Kind. Nein, auf jeden Fall nicht. Wisst ihr was? Ich komme mal nach vorne und setze mich dahin. Das ist hier meine Nähe. So, jetzt geben wir mal Futter nach vorne, Leute. Liebe Dank schon für deine Likes. Kommt es vielleicht nicht dran? Der traut sich nicht. Wir brauchen nur von oben runter zu kommen. Seelen können sich ja bewegen, Lena. Jetzt sitzt mein Vater vorne. Können sich jetzt vielleicht mal bemerkbar machen. Sie können gerne von da oben aus runterkommen. Dann können Sie auch mal die Ghostbälle mal aktivieren. Oder das kann. Das kann. Hast du dich gerade bewegt? Nein. Sicher? Okay, dann sind Bewegungsmelder gerade angegangen auf jeden Fall. Sind Sie gerade runtergekommen? Auch auf einer neben dir ist nämlich. Nein, das ist Power. Wenn sie neben mir sind, machen sie sich doch mal bemerkbar. Schon wieder mit auf neben dir Ding. Sie können auch gerne runterkommen, wenn sie schon. Mhm. Leute, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall meine Aufnahme, das ist krass.
unten rechts ist sie. Ist halt mein Vater, wie man sieht auf dem Video. Und sehe, das ist schon krass. Weil die wahrscheinlich. Bin ein lieber Mensch. Ich spiele auch gerne mit euch. Wenn dein Vater sich was. Wenn der Vater sich auf die erste Stufe stellt, könnte man die Größe erahnen, 1,95 circa. Boah, könnte vielleicht sogar nur so 1,95 oder 2 Meter bestimmt. Aber mein Vater ist ja keine 2 Meter, er ist in die 1,86. Lena, frag nicht so was Schwieriges. Die Größe steht davon, glaube ich, nicht drin, wie groß das Denkmal ist. Nee. Da gibt es keine Größe dafür. Aber schätzen. Ja, 6,70 Meter oder 7 Meter hoch auf jeden Fall. So 20% aus 90%? Okay. Hast du deine Brille nicht das auf? Mit, fast voll mit, ja. Ja. Bewegungsmelder, Grad 2 und ich bin hier. Ja, und das ist nicht bewegt, ne? Nein. Krass. Darf ich fragen, ob das. Die beiden 6 Meter hoch. Das Denkmal ist 6 Meter hoch. Also was ich euch sagen kann, Leute, über das Denkmal, auf dem Sockel in dem Sinne sind zwei Tafeln. Und auf den Tafeln steht halt drauf, des deutschen Volkes Einigkeit und seine Macht und Kraft, das alles, indem sie ihr Blut geweiht, das ist, was sie geschafft. Und auf die andere Tafel steht, fürs Vaterland im blutigen Streit sind mutig sie gestorben und haben so für alle Zeit sich Ruhm und Preis erworben.
Das steht halt auf den Tafeln drauf, dass man halt nicht mehr so gut lesen kann, sag ich mal. In der DGT Großball an. Wo? In der Rogas Rücken. Ja. Ja. Man sieht es nur ein bisschen halt blinken, das ist kacke. Man hat auch aber ein bisschen gesehen, dass es irgendwo blinken war. Aber Das haben sie sehr schön gemacht. Können sie das normal machen, dass sie den Großball nochmal berühren, hier am Rücken von meinem Mann? Machen sie das bitte nochmal, das fand ich sehr schön. Berühren sie bitte nochmal den Großball. Berühren Sie bitte nochmal den Großball. Auf jeden Fall, das Kriegerdenkmal wurde 1871 wurde 1875 errichtet, um die Gefallenen des Deutsch-Französischen Kriegs von 1871-71 zu erinnern. Präsenz. Was denn? Jetzt ist wieder eine Präsenz an der Nase. Ja, jetzt haben wir auch gerade wieder Präsenz. Ich wollte gerade sagen, weil man hat wieder was auf der SLS gerade gesehen, deswegen. Der war wieder mega lang, ja. Ja. Oh, wieder über dir. Die sind einfach über dir, Papa. Das gleiche, was ich ja vorhin schon im Zoom gezeigt habe. Die sind einfach über dir. Aber ich glaube, das sind zwei, die über dir sind, weil. Der eine ist so kleiner als der andere. Ja. Weil es sind zwei verschiedene Größen auf jeden Fall, die über dir sind. Ja, über dir. Das glaube ich auch. Das wäre halt immer noch. Geht auch nicht? Das Ghostway geht kurz aus. Keine Sorge Leute, das Ghostway ist nicht abgestürzt. Ich habe es ganz kurz ausgemacht. Weil ich das Ghostway jetzt nochmal neu starte. Hallo Bianca, grüße dich. Die sind einfach über Papa, ne? Ich stehe einfach mal auf und stelle mich dahin. Wo willst du dich hinstellen? Ich will ganz hochstellen. Warum? Hast du den jetzt ausgelöst, ja, ne? Ja. Nein. Ey, neben dir ist der Bewegungsmelder angegangen. Und du hast ihn nicht ausgelöst auf der rechten Seite. Da. Den hast du nicht ausgelöst. Ja. Krass.
Ja, haben wir gerade gesehen, Lena. Auf der anderen Seite der Bewegungsbelange müssen. Das war nicht mein Vater, weil der führt sich zu weit weg. Was ich euch irgendwie verzeihen kann, wieder über meinen Vater, als er gerade noch saß. Die sind einfach über meinen Vater. Die wollen nicht runterkommen, die Seelen. Krass, dass die einfach nur mein Vater sind, die Seele. Vergeben. Das heißt, wir haben 5,5, jetzt geht es los, das ist klar, was du gesagt hast. Du stehst ja steif da wie ein Brett. Du denkst dich gerade neben meinem Vater. Hallo Monika, grüß dich. 40? Nein, ich bin keine 40 mehr, ich bin ein alter Knacker. Wann ist der Mann das eigentlich? Frische 25. 25 sag ich schon. Frische 55, ey. Mit 20 macht Vater. Wenn sie neben mir sind. Macht Vater schon wieder jünger, ey. Frische 55 seit gestern. Wenn sie neben mir sind, lass es doch mit mal meinen Großfall nochmal ausschlagen. Monika, denke ich, kein Team jetzt. Linken. Oder meinen K2 ausschlagen. Was ich gerade in der Hand halte. Hasse mich selbst. Warum hassen sie sich selbst? Schön. Papa, falls du das K2 mal ausschlagen sollte, halt es mal so, dass man es in der Kamera sieht. Ja, ja, so schon in Ordnung. Grausamkeit. Grausamkeit. Was meinen Sie mit Grausamkeit? Bin ich grausam? Das kann wahrscheinlich auch sein, dass ich grausam bin. Was tat sie denn? Hier brennt aber nirgendwo ein Feuer. Das Einzige, was lodert, ist, dass die lodert doch. Ja. Das wird mir noch so echt gruselig. Erst kam Rauchen, auf einmal habe ich mir Zigarette, kam Rauchen, lodern mit 7 Zigarette. Das wird mir echt gruselig vorher. Hast du dich bewegt? Ja. Okay. Was haben Sie vergessen? Können Sie mir das sagen? Ich opfer mich für Sie. Dass ich hier stehe. Sie müssen sich auch mal bitte mal jetzt hier bemerkbar machen. Rühren Sie doch mal einen Großball mal wieder mal. Sie haben das auch so schön gemacht vorhin. Oder die Bewegungsmelder können Sie auch berühren. Mal auf der linken Seite den Bewegungsmelder berühren. Ich könnte auch gerne an das K2-Draht, was mein Vater in der Hand hält.
Monika, danke für dein Team an Bord. Sehen wir noch was? Spürst du immer noch Wärme, Papa? Spürst du immer noch Wärme? Bisschen. Okay. Das warst du aber nicht. Das warst du aber nicht mit dem rechten. Okay. Was machst du denn jetzt? Ich muss mir den normale anmachen. Ja. Stell mal wieder am Teddybär hin. Jawohl, Monika kann auch die Teamlogos benutzen, sehr schön. Überhaupt noch eine Präsenz hier anwesend? Noch eine weibliche Präsenz. Mach du mir eine weibliche Präsenz? Ich brauche keine weibliche. Weil du mit einer weiblichen Präsenz an der Ruine gespielt hast? Überhaupt keine Präsenz anwesend. Leute, wir haben auf jeden Fall wieder Präsenz, kann ich euch mal zeigen. Daran erkennt ihr, dass wir Präsenz haben in dem gelben Dreieck. Wir haben aktuell 21.40 Uhr in unserer Zeit. Gräber in der Nähe, das ist richtig. Ja, sagen wir mal so 50 Meter ist das. Das Spielzeug ist da vor einem Denkmal. Wir haben eine Ghostbälle, wir haben da einen Bewegungsmelder, wir haben auch einen K2. Können Sie alles benutzen. Das ist alles ihr Spielzeug. Dafür haben wir es ja aufgebaut. Weiß ich nicht. Das Ghostbälle ist momentan noch am Durchlaufen, deswegen müssen wir den Seelen jetzt erstmal zuhören, was gesagt werden muss. Ja, beziehungsweise was sie dir dann sagen. Ja, ich nur war gruselig gerade. Vor allem allein schon wieder das Buchstabieren, Gina. Ich finde das immer so gruselig, ne? Was? Weiß nicht, hab ich auch nicht verstanden. Wer hat sie denn verraten? Fuck ich mal. Oder wurden sie verraten? Oh Gott. Ich muss eine Probe können wir auch fordern. Hat ihnen vielleicht gerade geholfen, als mein Vater ihnen die Ghostbälle und Bewegungsmelder gezeigt hat? Gerne mal mit Ghostball mal berühren. Der Bewegungsmelder. Sie haben die Bühne also
schöner machen. Also Messer. Hier in der Stadt, das stimmt. Aber den Ort sage ich dir nicht. Vielleicht sagen sie ja mal, in welcher Stadt sie gewohnt haben. Aber wir sagen es nicht. Stark habe ich verstanden, okay. Ich habe Stadt verstanden. Das ist nur verstanden. Sich unterwerfen. Wir sind ja nicht dominant oder sonst was, sie wollen uns nicht unterwerfen. Todesurteil. Können Sie vielleicht mal eine Zahl sagen, wann Ihr Todesurteil war? Schlecht gewesen. Todesurteil war schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Todesurteil schlecht war. Dann können wir nämlich die Wörter auch wieder lesen. Das ist was, was wir nämlich durchgelaufen. Kann ich euch gerne mal zeigen, Leute. Jetzt können wir nämlich wieder alles lesen, was die Präsenz sagt. Verrat, der würde Sinn machen, Lena. Dass er vielleicht verraten worden ist und dann vielleicht hier in der Stadt dann hingerichtet worden ist. Vielleicht hier in der Stadt hingerichtet, weil sie halt verraten worden sind. Unfall. Hatten Sie denn hier in dem Ort irgendwo mal einen Unfall gehabt? Deine Aussage ist absurd. Er findet deine Aussage einfach absurd. Buchstabe U, A, E, U, G, E, L. Ich spreche jedes Mal gegen so Zeugen. Die Hinrichtung war falsch. Waren denn bei der Hinrichtung vielleicht Zeugen gewesen? Nein, wir haben keine Angst vor ihnen. Wir haben nur Respekt. Und sie wollen auch keine Angst vor uns haben. Vielleicht auch unschuldig hingerichtet. Gut möglich, Monika. Wurden sie vielleicht unschuldig hingerichtet? Die ganze Buchstabe für die ganze Zeit. Mein Vater.
Also wurde Ihr Vater ganze Zeit hingerichtet oder was meinen Sie? Ja, denke ich. Er wurde von Zeugen verraten und dann hingerichtet. Was ist? Und Ihr Vater zum Tode verurteilt. Das denke ich auch. Ja. Wurde Ihr Vater vielleicht zu Tode verurteilt? Was meinen Sie denn mit Besoldeten? Stimmt, jetzt wo ist das denn? Ja, stimmt. Dafür muss man ja Sold dafür bezahlen. Was meinen Sie denn mit der Zahl 68? Sind Sie 68 geboren oder 68 gestorben? Krankenwagen. Ja, hier ist oft ein Krankenwagen lang gefahren. Wer redet da so laut? Das ist mein Vater, der im Hintergrund spinnert. Und nebenbei ist das Ghost Wave, was du hörst. Ja, das bin ich. Ich erschrecke gerne mal ab und zu mal auch meinen Sohn. Aha. Und hier die Leute, die wissen, die gucken mal, wo ich bin und dann sehen sie mich einfach nur zischen. Wer weiß. Was soll er denn wissen? Oder wer soll was wissen? Ja, aber es ist schon etwas her, dass ein RTW vorgefallen ist. Kadaver. Was meinen Sie damit denn? Kadaver ist, glaube ich, von den hingerichtet worden. Das ist ja überall das Kadaver, glaube ich. Glaube ich mindestens so. Religion. Was für eine Religion hatten Sie denn? Also ich war bin evangelisch. Ich bin auch evangelisch. Bennett, wie oft willst du dich jetzt noch fragen, wer da so laut redet? Habe ich dir gerade beantwortet. Das ist Ghost Radio. Das sind die Seelen, die reden. Habe ich dir gerade schon beantwortet. Ich will immer noch etwas ausprobieren, ja, aber. Was? Zwei. Ja. Ich meine, so eine Seite oder geh da mal eine Seite mal hin. Gucken. Nee, bitte nicht ein bisschen mal oben. Ich glaube, irgendwas passiert. Mhm. Hab auch schon versucht. Nee, das ist ja das K2 von TD gab, aber das ist ja neben der Ding von dir. Ja. Wegen seiner Religion hingerichtet? Gute Frage, nächste Frage, aber. Was? Könnte man. Wie ich jetzt nicht. Ist immer noch da. Oh, der ist ja immer noch da. Auf. Komm auf. Und wie
will ich jetzt aber nicht ausschließen, Lena. Dass er vielleicht wegen seiner Religion hingerichtet worden ist. Dass er vielleicht ausgestoßen worden ist und dann wegen seiner Religion hingerichtet worden ist. Wir haben wieder Präsenz, Leute. Hä? Was ist los? Bin verloren. Nee, glaube ich nicht. Früher waren die Menschen sehr religiös. Ja, schon auch gehört. Das denkt man gar nicht mehr. Ja, wir leben hier auf dieser Welt. Es gab schon verschiedene Religionen, okay? Zu lesen. Das, was Sie sagen, lesen wir hier auf dem Ghost Radio. Und dadurch können wir Sie auch hören. Fliegt. Ja, hier fliegen Motten rum. Die paranormalen Motten. Ich war schon im Walz. Paul! Ist denn der Paul nicht hier anwesend? Höre doch mal einfach den Großbären nochmal bitte, wenn der Paul hier anwesend ist. Ja, Paul hat mich schon. Heute den Namen Paul, den hatten wir schon mal vor einem alten Jahr noch. Ja. Da haben wir den auch mindestens 3-4 Mal gehört, Paul. Paul, bist du da? Zeig dich mal mit dem Ghostball. Paul, wenn du da wieder bist. Mein Vater. Ja, dein Vater. Ja, genau, dein Vater Paul. Mach dich doch mal bitte bemerkbar, wenn du hier bist. Wir kennen dich. Wir kennen dich noch vom letzten Jahr, Paul. Mach dich doch mal bitte gerne bemerkbar. Oder katholisch, evangelisch. Ja, könnte sein, Lena. Eine Präsenz da ist, machen Sie sich doch mal bitte bemerkbar. Das wäre mal toll, wenn wir mal eine Reaktion jetzt sehen würden. So ein vielleicht noch ein Junge. Finger, können Sie mit dem Finger
drücken, Ghostball berühren. Oder gehen Sie mit dem Finger übers K2, dass es mal ausschlägt. Jo, bis die Tage. Sie können gerne mit dem Finger alles berühren, was vorne am Denkmal ist. Das ist Ihr Spielzeug. Ja, ich hab sie eben was gefragt. Wir stehen die ganze Zeit ja schon gefragt und sie gehen. Im Keller. Schon wieder im Keller. Das hat er mal jetzt. Wo meinen Sie im Keller? Können Sie uns das nochmal sagen? Was ist da passiert? Jüngste. Jüngste. Das ist ihre jüngste ihre jüngste Tochter im Keller. Wurde sie da eingesperrt? Foto. Foto. Hängen denn im Keller denn Fotos von ihr? Folter verstanden. Nein, nein, Foto, Gina, Foto. Sie mit Schwarz. Das war eine grausame Stimme jetzt. Ich kann es nicht lesen, ich habe mein Handy nicht da, das ist eine Farbe. Ja, wir suchen Sie, wo Sie sind jetzt. Sie machen sich ja nicht mal bemerkbar. Machen Sie sich doch mal bitte bemerkbar. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich mal nicht mal bemerkbar machen, richtig. Lassen Sie doch mal unten die Großbälle oder Bewegungsmelder oder K2. Ich will Sie nicht überfordern. Die Kraft haben Sie aber? Annehmen. Was annehmen? Können Sie mir das sagen?
Suchen Sie die Jüngste im Keller. Ja, der Keller, der redet die ganze Zeit vom Keller, die Jüngste im Keller. Der kann nur deine jüngste Tochter gewesen sein, die im Keller eingestellt worden ist. Was? Nein, hier schreit keiner. Hier ist keiner am Schreien. Wir reden ganz normal von dem vielen Ton, wir schreien nicht. Oder hat ihre Tochter im Keller geschrien? Dann gibt das Ganze alles einen Sinn. Das war echt gruselig, war mir nicht so richtig. Das war echt gerade gruselig. Ich weiß nicht, ob es männlich oder weiblich war. Alter, ich bin mich gerade erschrocken. Papa, witzig. Boah, das war echt gerade gruselig, Alter. Ich bin voll erschrocken. Sind Sie 1968 geboren? Oder sind Sie mit 68 Jahren gestorben? Vielleicht erzählt sie die Geschichte. Das ist ja, was wir gerade versuchen herauszukriegen. Ist ja vielleicht ein bisschen irgendwie die Geschichte erzählt, sag ich mal. Vielleicht hat sie selber eigentlich. Hier. Ich bin der Roger. Lea Alexandra. Ich bin der Fabian. Ich bin die Karina. Die Ines. Ja, mein ich ja. Ich meine ja die vorherige Sitzung von... Ja, vielleicht bei der Sitzung. Ja, mein Vater hatten wir auch. Tragisch. Was war denn für Sie denn tragisch gewesen? Ja, ich habe gerade Fotos gemacht, das stimmt. Ich habe gerade 3 Fotos gemacht. Hm? Die Lehrerin, die soll alles mitschreiben, aber brauche ich nicht. Also du schreibst alles mit, okay? Gefühl. Was für ein Gefühl haben Sie denn? Mit klar.
86. Erst 68, jetzt 86. 86. Ja, erst 68, jetzt 86. Das andere, ja. Was ist denn mit 86 denn? Was ist denn da passiert? Können Sie uns das mal sagen? Das interessiert mich sehr. Frag mal, was mir gerade in den Sinn kommt, wo er die Zahl 68 davon gesagt hatte, ne? Mhm. Ich hatte 68% Akku. Okay. Hat er vielleicht schon mal einen Akku gesehen? Das kann mir nicht sagen. Weil jetzt, ich habe jetzt nur noch 66. Aber setz dir doch noch auf den Rechner. Sieht so scheiße aus mit einer Handtasche. Setz dir doch mal auf den Rechner, aber ne? So, jetzt geht meine Mutter nach vorne, Leute. Hätte im Jahre 68 seine Tochter im Keller eingesperrt und wurde dann verhaftet? Das könnte auch sein. Würde für mich so Sinn machen, sag ich mal. Dass das ja 1968 festgenommen worden ist und seine Tochter im Keller eingesperrt. Leute. Ist denn eine Präsenz anwesend, die ich gerne mal zeigen möchte? Ja, ne. Also wir sind hier im Jahre 2024. Aber in welchem Jahr haben Sie denn gelebt? Können Sie uns da vielleicht mal eine Zahl nennen? In welchem Jahr Sie gelebt haben, zu Ihren Lebzeiten? Don't stop me now. Hast du dich bewegt? Okay. Kann das sein, dass sie da unten bei der Alexandra sind? Mein Geist. Ist dein Geist, ihr Geist ist da unten. Machen Sie da nochmal die Lichtschranke an. Oder einen Ghostball an. Du hast dich nicht bewegt. Nein, nein. Können Sie mal einen Großball anmachen? Diese Bälle, die da auf der Treppe rumliegen, können Sie alle mal berühren. Die haben schöne Farben. Kalt. Ja, es ist kalt, da haben Sie recht. Hier in unserer Welt ist es kalt. Ist es in Ihrer Zwischenwelt dann auch kalt? Eine Antwort, wer weiß. Weil er gefragt hat, ob das ihr Mann war, der sie verraten hat. Wer weiß. Ja, das wollen wir ja wissen, ob es ja ihr Mann war. Mann, war ihr Mann ein guter Mann oder ein schlechter Mann? Nie Freunde. Also war ihr Mann ein schlechter Mann? 19. Nein, die hatte nie Freunde, nie. Xenia, danke fürs Folgen. Wichtig ist nicht so viel, dass ich mich danke. Seite. Der Alte. Ey, benimm dich mal. Jahre 19. Das könnte auch Sinn machen. 9. Jetzt kann man die Zahl 19 und dann noch 68. Die Tochter war wahrscheinlich 19, die in Keller war. Du hast dich nicht bewegt jetzt, ne? Nein, bewegt jetzt halt nicht. Okay.
Man muss doch 68er Jahre kommen, dann wird das Sinn machen. Mama ist 68er? Ja, nee, weil es kam 1968. Sind Sie hier? Ja, wir sind hier. Und meine Mutter ist gerade vorm Denkmal. Sind Sie denn auch da? Wenn Sie jetzt an Denkmal sind, machen Sie nochmal die Lichtschranke an. Wie wir. Ja. Um euch das mal aufzuzeigen, wie das K2 funktioniert. Ich habe hier das Handy von meinem Vater. Also schlägt wirklich nur auf elektronische Wellen aus, wenn man es so sieht. Wenn ich es wieder meinem Vater gebe, das K2 jetzt. Doppelsens? Ich kann aber jetzt nicht mein Handy gucken. Ich hab nichts bei mir. Da steht. Ist aber keine Präsenz da. Vielleicht steht vor ihm an. Moment, ich bin weit weg vom Handy. Ich hab nichts Elektronisches an mir. Ja. Meine Brille ist so beschlagen. Ja, ohne Quatsch jetzt, ich sehe nichts mehr. Total, was steht da? Scannen. 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 Er steht hier vor mir und ich bin weiter weg vom Handy. Im Hintergrund waren so, glaube ich, ein paar Jugendliche, die rufen immer, was geht ab? Bin wieder Präsenz. Präsenz ist da. Hören. Boah, Alter. Wir hören Sie. Kann das sein, dass Sie jetzt mein Sohn sind? Neben meinem Sohn? Weil das K2 schlägt jetzt aus. Hier hat auch gerade jemand geschrieben, sieht aus wie ein Kind von der Größe. Von der Größe würde es passen, ja. Ob es im Geldbereich? Mach mal weiter. Dreh mal ein bisschen quer zu uns hin, ob das geht. Nee, so. Ja? So drehen. Zu sprechen. Ja, ich spreche. Mit meinem Sohn, ja. Sind Sie jetzt gerade bei meinem Sohn an den K2? Wenn ja, lassen Sie das mal komplett ausschlagen. Berühren Sie mal das K2. Das machen Sie wunderbar. Überall. Wenn Sie doch überall sind. Dann berühren Sie doch immer die Ghostwelle oder Bewegungsmelder doch mal, wenn Sie überall sind. Die Kraft, die haben Sie. Sie können überall sein, Sie können auch gerne am K2 sein. Das machen Sie ganz sehr toll. Ich habe wirklich nichts an mir, Leute. Ich habe jetzt nur hier hinten mein Portemonnaie. Jetzt habe ich nur Zigaretten, Feuerzeug, Schlüssel. Das war's. Mehr habe ich nicht an mir. Was? Schmerzlos. Schmerzlos? Nicht mehr. Also
Schmerzlos. Das sind zwar nicht alle. Ein paar von uns haben Wehwehchen. Ja, so, lass mal so. So, wenn es geht. Seht ihr das? Ich bin jetzt mal näher dran gegangen. Achtet mal auf das K2. Wir haben hier da Präsenz. Ja, guck. Drehen wir noch ein bisschen zu. Was? Hier. Die haben ja als Präsenz, haben die ja sehr viel Kraft. Können sie doch mal richtig kräftig ausschlagen lassen. Was meinen Sie mit 5? Luis, bist du hier? Aber Luis ist ja keine 5. Das ist ja nicht. Luis, bist du vorne? Oder Paul und Luis? Papa und Sohn? Axt. Angst? Axt. Axt? Für was brauchen Sie eine Axt? Guck mal, Leute, wie das K2 ausschlägt. Ich habe gesagt Axt. Paul, bist du das so mit deinem Sohn? Wer bist du? Und Fabian, was haben Sie mit ihm angestellt? Mühe. Was? Was für eine Mühe denn? Er hat sich Mühe gegeben. Wir sehen, dass er das K2 ausgeschlagen hat. Aber was haben Sie gerade mit ihm gemacht? 20. Der ist keine 20. Der hat ihn angepackt mit Arm und wie sie runtergedrückt haben. Also.
So, der ist 28. Aufhören. Warum sollen wir aufhören? Können Sie uns das sagen? Nennen Sie uns doch mal den Grund dafür, warum wir aufhören sollen. Wenn wir aufhören sollen, dann lassen Sie doch zur K2 mal aus, richtig ausschlagen. Dann hören wir auch auf, dann gehen wir auch. Ey, was hast du mit der Kamera gemacht? Ich hab das da rangeholt, ich hab da rangeholt. Achso. Dann gehen wir wieder zurück. Okay, Präsenz ist weg. Aber richtig. Ich hab das nur gemerkt, wie leicht einer meinen Arm angepackt hat und dann wurde mein Arm richtig runtergedrückt. Wenn wir aufhören sollen, dann machen Sie sich nochmal bemerkbar und lassen das K2 komplett ausschlagen. Dann gehen wir auch. Dann lassen Sie sich auch zufrieden. Dann können Sie auch Haia Haia machen. Es sind nur Kinder hier. Alle Kinder machen Haia. Das war mir gerade echt zu viel, Alter. Ich schreck mal den Arm aus. Genau so eine leichte Berührung. Wir haben wieder Präsenz. Alter Schwede. Das hab ich echt nie gefühlt. Paul, waren Sie das vorhin? Scheidung. Boah. Scheidung. Das ist eine tiefe Stimme, ja. Paul, bist du das? Papa Paul? Paul, haben Sie sich von Ihrer Frau getrennt? Also, was hast du nur gehabt? Dass Sie die Scheidung anreichen mussten. Das habe ich echt noch nie gehabt. Ihnen zeigen. Was wollen Sie uns denn zeigen? Hatten wir schon, ja. Ja, die Silben wiederholen manchmal die Wörter. Was wollen Sie uns zeigen? Zeigen Sie uns doch, dass Sie da sind. Möchten Sie, dass wir weitermachen oder möchten Sie, dass wir jetzt gehen? Dann machen Sie eine, die Lichtschranke an oder Großball. Nein, alles gut, China. Ich glaube, die Präsenz wollte halt nicht mehr, dass ich weiter vorne stehe, glaube ich. Dass sie deswegen meinen Arm runtergerissen hat. Weil Sie wohnen jetzt... Sie wurden jetzt aggressiv. Vielen Dank fürs Folgen. Sie waren jetzt aber am... Was? Bänder? Was meinen Sie mit Bänder? Wir haben hier keine Bänder. Das Jahr. Wir haben das Jahr 2024. In welchem Jahr haben Sie denn gelebt? Das ist mir schon krass. Oder haben Sie Angst, dass wir weiter bohren, was früher passiert ist? Oder das Kind hat Arm. Ja, ich glaube eher, dass das Kind war. Von der Höhe wird das eher passen, dass es das Kind war. Schluck? Spuk. Spuk. Was meinen Sie denn mit Spuk? Hat Ihre Tochter hier gerade gespukt? Und den Fabian angepackt? Ne, ja, ich glaube, das würde Sinn machen, was Lena hier gerade schreibt. Ich glaube, das Kind hat mich am Arm gezogen, um mich zu schützen, glaube ich. Und er hin? Ist ja nicht der Lexi da drin, oder ist der Dagi? Unternehmen. Aber Monika ist da. Unternehmen. Monika, siehst du was? Was haben Sie denn unternommen? Monika, hast du was gesehen? Also wo ich vorne war mit dem K2, hast du in dem Moment da was gesehen gehabt? Ja. Hä? War das so ein... war das vielleicht die Lea? Also... Ich hab nur auf einmal... Sind Sie unter einem Tunnel her? Das machen wir schon seit 20 Uhr, dass wir sie besuchen. Kein Ärger.
Wir wollen nur mit ihm uns unterhalten, mehr nicht, und mal wissen, was hier so passiert ist. Lebensmittel. Lebensmittel? Ja, hier vorne liegen Brötchen. Hier vorne. Okay. Eine ganze Tüte Brötchen. Dachte ich, es wäre sehr kalt geworden. Du sendest es weg, ne? Mm. Dann machen wir das Gossehäus aus. Mach das Gossehäus aus. Na, ich hoffe. Ja. So, was machen wir das? Ja, mach. Ja, und nicht so. Das ist so lange gemacht. Ja, gut so. Ja. Das ist aus. So, so Leute. Wer ist noch von meinem Moderator noch im Stream drin? Nein. So. So, die Gina ist noch da und die Monika ist noch da. Leute, nehmt mal denen das Plus weg. Genau, Gina und Monika, ihr beiden macht mal bitte Herzen rein. Alle von Team, macht mal Herzen bitte rein. Da sind ja nur noch Gina und Monika. Jena, danke fürs Folgen. So, da könnt ihr einmal der Gina, also Sugar Babe, Team GF, also Team Ghost Familia und der Monika Team Ghost Familia, könnt ihr gerne mal das Plus klauen auf jeden Fall. Weil es sind ja auch schließlich meine Moderatoren, beziehungsweise auch unsere Leute von unserem Team. Deswegen klaut dem beiden mal das Plus auf jeden Fall. Weil wenn schon will ich auch Support für meine Modis machen, wenn schon, dann denn schon, Leute. So, ich hoffe, euch hat die PU gefallen, auch wenn wir zwar wenig Reaktionen hatten, gerade zum Schluss war es echt extrem. Also jetzt nochmal, bevor ich den Stream jetzt ausmache, kurz nochmal zum Vorfall, was gerade passiert ist. Also ganz ehrlich, Leute, das hatte ich bis jetzt noch bei keiner PU, die wir bis jetzt in fast einem Jahr schon gemacht haben. Ich habe auf jeden Fall nur so wie ein, wie soll ich das beschreiben? Ja, als hätte sich einer meinen Arm festgehalten, aber nur ganz leicht, und meinen Arm runtergerissen auf jeden Fall. Also das hatte ich echt noch bei keiner PU gehabt. So krass. Das hatte ich echt bei keiner PU so gehabt. Ich meine, ich habe es ja selbst immer gesehen gehabt, wie das ausgeschlagen hat, das K2 bis zum gelben Bereich. Aber dass mein Arm runtergerissen wurde, das hatte ich bis jetzt noch nie bei einer PU. Also, falls ihr euch auch erschrocken habt, weil ich mich erschrocken habe davor, dann sorry dafür an der Stelle, Leute, aber ich konnte nichts dafür. Also, ich wusste selbst nicht gerade, wie ich darauf reagieren sollte. Das war schon für mich ein krasser Moment auf jeden Fall. Man gewinnt immer mehr an Erfahrung, das stimmt natürlich, Gina. So Leute, auf jeden Fall Dankeschön für die ganzen Likes. Wir sind schon mittlerweile fast bei 26.000 Likes, Leute. Auf jeden Fall, lasst jetzt mal alle mal eine 1. Alle, die jetzt hier drin, alle. Schreibt jetzt alle mal eine 1 rein, damit ich weiß, dass der Stream durchgelaufen ist, Leute. Kann ich schon was machen? Ich denke, Lena hat recht, dass es ein Kind war und wollte an deinen Arm. Ja. Von der Größe her wird es auch sogar passen, Monika. Und das glaube ich auch, dass das Kind vor, mich vor irgendwas geschützt hat, auf jeden Fall. Ja, wollte wahrscheinlich wegziehen. Ja, ja, hat ja meinen Arm auch runtergerissen. Hast du ja gesehen, wie schnell mein Arm auf einmal unten war? Die sind kannst du dabei auch einmal schnell geschmissen. Hinter den Dings, ne? Und hol die anderen. Ja, mach schon mal. Da kommen die anderen 1 und die anderen auch, bitte. Alle die hier drin sind, schreiben mal eine 1 rein. Alle Zuschauer, die jetzt hier drin sind, schreiben mal eine 1 rein. Hallo Vanessa. So, da kommen die alle Einsen. Sehr schön. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Und nicht vergessen, Leute, kommt gerne in unsere Telegram-Gruppe. Da verpasst ihr nichts, wann wir immer live sind und wer live ist. Den Stream werde ich dann irgendwann morgen laufen des Tages dann hochladen auf jeden Fall. Alles gut, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Jo, ciao, Luna. Schon mal hier an.